Willkommen zurück zu Mittelerde Mordors Schatten. Und wir haben es immerhin schon mal geschafft, einen Häuptling zu töten. Aber was wollten wir denn demnächst tun? Ah, ich weiß, was wir tun wollten. Wir wollten diese Radbeck-Quest machen. Welche war denn das? Ah, gucken wir mal, Verbesserungen. Ja. Wir brauchen noch 264. Wir warten erstmal, bis wir da unten die nächste Reihe freigeschaltet haben. Ich wollte aber zu Radbeck. Saurons Armee. Und das ist Mok, der andere Zwilling. Warte mal, den kann ich doch. Kann ich den markieren? AY. Kann ich den. Ich kann den nicht markieren. Er leidet Schaden durch Fernkampf, sehr gut zu wissen. Er leidet Schaden durch Kampftodesstöße, auch sehr gut zu wissen. Hast Karagor, hast Verletzungen, das sind Stärken. Okay. Also Mok, der andere Zwilling. Jetzt gucken wir mal dieses Kärtchen an. Das hier ist Zatra, der Richter. Drak mit dem irren Blick, ja, den kenne ich zu gut. Der Häuptling, das ist, glaube ich, Mok, der andere Zwilling. Ja, der Häuptling. Aber wir werden zuerst mal hier das Festmahl stören. Und dann probieren wir der Häuptling. Wo geht es hin? Da geht's hin. Wer läuft denn da? Wer läuft denn da? Einfach so ganz allein. Tja, auch 70 gibt das jetzt schon. Jawohl, kommt her. Kampfaufzehrung, ne? Ach so, der dreht sich nicht rum. Cool. Das war die Kampfaufzehrung. Ja. Aber wir hauen ja mal ab. Wir werden mal das Festmahl stören. Was fehlt uns halt? Das war das andere hier. Diese Elgoran. Rot und sternförmig. Okay. Schreit los, wenn ihr so eine Pflanze seht. Okay, da sind ein paar rote Gestalten. Oh, guck an. Ach, das ist ein Dickschädel. Ein Dickschädel also. Gucken wir mal, ob der Dickschädel was gegen Pfeile hat. Oh, guck an. Oh, der hat mich einmal getroffen. Und ich muss ein wenig Abstand gewinnen. Mal gucken, ob er das mag. Oh. Den machen wir doch mal kalt. Mist. Na, na, na. Ah, jetzt muss ich mal ein bisschen weg hier. Lass, lass, lass. Da was denn? Ah, schön. Noch mal ein bisschen auffüllen, das fetzt. Und noch mal, komm her. Und jetzt darfst du.
Dich verabschieden. Jawohl. Dickschädel. Weg. Und was hast du Schönes für mich? Ein Verräter Stufe 4. Was macht der denn? Erhöht durch Waffen verursachten Schaden bei Angriffen von hinten. Ach, Stufe 4, das ist mir zu wenig. Wird gleich verkauft. Und weiter geht's. Hat er mich aufgehalten? Aber wir haben etwas Macht erhalten. Da hinten ist das Festmahl. Jawohl. Uruks veranstalten Festmale, um große Taten zu würdigen und sich mit anderen Uruks in der Kunst des Grogtrinkens zu messen. Wenn das Festmahl ungestört bleibt, erlangt der Gastgeber Macht. Mische dich in das Festmahl ein, um Saurons Armee zu schwächen. War das schon wieder eine Sapperlippe? Hier gibt es nie genug Fleisch. Wir haben uns das verdient. Trinkt! Schon wieder so eine Sapperlippe. Was ist denn das da? Ja, sage mal, das ging aber gut. Flüchtet? Nee, nicht flüchten. Zurück! Festmahl gelöst. Ja, das habe ich gelöst, genau. Na was denn? Ich will jetzt hier zu der Sapperlippe, die darf nicht flüchten. Ja, genau so geht das, die Sapperlippe. Genau so. Einfach so eine Sapperlippe. Adios. Hat sich ausgesabbert. Gut. Hauen sie alle ab. Ach, herrje. Da laufen sie. Na, was bringt mir die Sabberlippe? Kalte Seele Stufe 5. Davon haben wir noch keine. Doch, da oben. Ne, was ist das? Ne, das sind boshafte Stimmen. 40%, 50 Fokus zu erinnern, wenn ein Kopf zum Platzen gebracht wird. Hier sind 64%. Kritischer Treffer, Gift. Es stellt Fokus und Gesundheit vollständig wieder her und die Schleichtötung. Ach, wisst ihr. Das hätten wir auch mal verkaufen können. Naja, bald ist eh voll. Dann verkaufen wir die Dinger. Ich brauche ja das Elgoran und sehe ich denn. Ah doch. Da steht immer. Okay, also hier. Wir gehen mal hier rein. Und da könnte auch das Elgoran wachsen. Wo geht's da hin? Hallo? Wo ist das Ding? Da irgendwo. Mal gucken. Also man sieht auch noch, in welcher Region was wächst. Oh Mann, ich habe das einfach nicht für voll genommen. Das hier ist es zum Beispiel nicht, weil das ist nicht rot. Aber wir nehmen es mal mit. Und wir gucken mal weiter, wo das eventuell wächst. Das erscheint auch erst. Nee, das ist es auch nicht. Da hinten ist vielleicht was rot. Ne, auch nicht. Grün. Ach, ist das blöd. Er riecht Fleisch. Bin ich jetzt schon wieder raus aus der Region? Ja. Wobei, hier wächst es auch.
Da wächst's. Ach so, ich bin doch gar nicht drin in der Region. Habt ihr das gehört? Genau, weißt du, also ich habe diese Region markiert, weil da nur drei Pflanzen waren. Und da denke ich eher, dass es vielleicht, wenn so wenig Pflanzen sind, dass man das da eher sieht. Weil halt nicht ganz so viele. Mal sehen, ob der Plan aufgeht. Na, wo geht's denn lang? Hallo? Häng dich hier nicht so fest. Da hinten, da blinkt etwas. Ein Häuptling. Habe ich da gerade etwas gehört? Ach, du hast da nichts gehört. Ne, hier ist. Ja, welches Quest ist denn hier? Guck mal. Ne, ich muss hier rein. Ach so, das ist der irre Blick. Ne, den wollen wir nicht. Wir wollen den Häuptling hier. Aber so richtig viele Pflanzen sehe ich hier nicht. Sind noch mehr Krieger hier Da ist unterwegs. einer. Toll, das hat noch gefehlt. Noch mehr Maden, die Die unseren ist Trupp rot. Das stehlen. sieht gut Solange aus. sie kämpfen können, ist mir das egal. Ja, da ist er denn hier. Na, Elgoran. Nee, Elgaran. Was? Eins von. Ich brauche auch noch. Erdenbrot brauche ich auch noch. Boah. Ich glaube, da hinten könnte noch eins gewesen sein. Hast du Da das ist noch gehört? eins, oder? Täuscht das. Ah, da oben. Da wächst eins. Sehr gut. Und wo ist noch? Das könnte das Grün sein. Was war Ich das? kann es nicht so genau erkennen. Aber es Komm könnte schon, lass uns vielleicht. kämpfen! Erdenbrot sein. Hinterher! Hey, lässt du mich mal. Ich weiß nicht, ob das Erdenbrot war. Also die Pflanzen müssen wir auf jeden Fall alle einsammeln. Na wo? Wo soll ich denn hin? Ah gut, das geht auch. Und das gab ein bisschen Leben wieder zurück. Wir gucken hier nochmal hinten, ob da noch ein Pflänzchen wächst. Scheinbar nicht. Das Schlimmste an diesem Blödsinn ist, Aber dass da sich jemand wachsen müde stellt, Orks. diese faulen Säcke. Wie verrückt wachsen die da. Tschüss. Okay, er will noch nicht. Dann zerren wir ihn mal kurz auf. Da ist eine grüne Pflanze. Das könnte Überfall, aha. Das könnte eventuell erden. Ja, wo ist es denn? Ich sehe sie nicht. Hier drin, da. Das war Erdenbrot. Eins von drei und zwei von drei. Okay. Hier wächst also jede Menge, aber wir wollten. Ach, hier war was. Der Überfall. 40p. Aber trotzdem, wir gehen jetzt erstmal. Nee, Häuptling. Wir machen erstmal den Häuptling. Wo geht's hin zum Häuptling? Da ist nicht immer sehr gut zu erkennen. Und da könnte noch. Nee, das ist eine andere Pflanze. Da ist noch eine grüne Pflanze. Die müssen wir erst holen. Ich hoffe, das ist eine grüne Pflanze.
Hey. Wo ist er? Da. Drei Schuss reichen? Nee. Hey. Da bleibt er liegen. Nee. Mist. Jetzt bleibt er aber liegen. Ich will doch hier das Erdenbrot aufsammeln. Aber das wird wahrscheinlich wieder keins sein. Mal gucken. Azuradan. Na gut, gehen wir weiter zum Häuptling. Mal schauen, was da passiert. Es wird keine weiteren Gefangenen und keine Folter mehr geben. Nur einen schrecklichen und qualvollen Tod. Der Häuptling, eliminiere den Häuptling, sodass auch der dunkle Herrscher selbst von deinen Taten erfährt. Mock, der andere Zwilling, macht 13. Na, zeig mir mal den Häuptling. Aber das ist ja... Mal gucken, ob Radbeck erscheint. Da ist er schon. Hört mal! Heute müssen wir keine neuen Wunden aufreißen. Diese Vögel zerfressen mich schon genug. Oh, ihr Bastarde! Oh, wenn ich Häuptling bin, werden diese Vögel eure Eingeweide fressen. Hast du das gesehen? Hilf mir hier runter. Mir geht's gut. Hat gar nicht wehgetan. Ich weiß, was du denkst, Waldläufer. Das war nicht meine Schuld. Ich sag dem Häuptling, dass ich seinen Leibwächter getötet habe. Er dreht sich um. Hat exakt das gleiche Gesicht wie die Wale, die ich getötet habe. Die wir getötet haben. Zwillinge. Wer hätte das gedacht? Sorg einfach dafür, dass du den Platz des toten Häuptlings einnimmst. Der Häuptling lebt noch. Dann werde ich ihn jetzt umbringen. Oh, guter Plan. Ich bin gleich hinter dir. Es klappt. Eine Übungsanlage. Sehen wir doch mal, wie die Soldaten des Häuptlings sich im echten Kampf schlagen. Rüttle am Käfig und erwecke das Biest in ihm. Besiege Berserker-Rekruten. Töte einen Berserker mit einem Vorsprung-Hit. Ja, da haben wir den Radbeck mal wieder. Arsch gerettet. Rüttle am Käfig. Ich glaube, wenn Redback es schafft und neuer Häuptling wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er uns zur schwarzen Hand führt. Redback hat sogar den Schuhort und den Henker getötet. Wie ist das nur möglich? Wahnsicher nur. Tschüss. Hinterher, sofort! Ja. Da muss ich erstmal hier etwas kämpfen. Tja, ich hoffe, du hast recht. Wir schießen deinen Kopf auf einen Pfahl. Ja, das. Ja, das. Alles, komm, komm, komm. Mensch, das sind zu viele. Brandpfeil. Töte Mock.
Qualen meines Zwillings sollst du zweifach erfahren. Hier weg. Ich habe wenig Energie. Mist. Weg. Da ist was zu. Da ist was. Leben. Da. Sehr gut. Der Hauptmann sagt, das ganze Land soll geplündert werden. Hui, es war ja schon mal nicht schlecht. Oh, das ist gut. Er will zum Grab. Na, bleib doch liegen. Ein Ebenbürger. Na los, die Zwilling. Mein Tod wird bald gerecht werden, Tag. Oh. Nur diese. Wie heißt das? Quick Events oder so? Sorgen. Häuptling Redback, passt auf, dass dir hier niemand deine schmutzigen Pläne durchkreuzt. Gut. Doch Redback spricht nicht für die anderen Häuptlinge. Um die mache ich mir keine Sorgen. Leihst du mir dein... Ich brauche eine schärfere Klinge. Redback, der Feigling. Er ist jetzt Häuptling. Wir haben es geschafft. Auftrag abgeschlossen. 600 P, XP und 50 der üblichen Währung. Das sieht sehr gut aus. Blutrache ist jetzt verfügbar. Räche den Tod von Calimero, indem du Duksha, der Gerissene, tötest. Na, das klingt doch nicht schlecht. Guck mal erstmal noch Erdenbrot und Elkoran. Hier gibt's nix. Da, dann gehen wir doch mal in die Richtung. Was gibt's hier? Da gibt's gar nichts. Nee, dann machen wir das nicht. Hier gibt's beides. Rot und Grün, genau. Dann machen wir den Überfall. Was war das? Verhindern den Überfall. Okay, wir müssen uns mal wieder etwas aufladen. Da ist was zum Aufladen. Na, geh doch hin. Und greif ihn dir, jawohl. Und jetzt zehr ihn auf. Da ist zwar ein Kraut auf dem Weg, aber das ist nicht das Kraut, was wir brauchen. Würde ich sagen.
Wir müssen doch auch noch irgendwelche Monster töten. Ghule oder so. Da, das könnte cool sein. Ja. Nee, das ist... Wie sieht's denn hier karttechnisch aus? Ah, wir sind fast da. Fast da. Da hinten ist wieder ein Kraut, aber... Es ist wohl auch nicht grün, oder? Na, wir probieren es einfach mal. Nee, Malos. Ja, das hat aber irgendwie nicht gepasst. Man, ach nee, das war blaue Milch. Nee, dann hat's doch gepasst. Na los. Uruk-Hauptmänner führen oft Überraschungsangriffe gegen ihre Rivalen aus. Der Sieger dieses Überfalls erlangt Macht. Dann wollen wir uns mal einmischen. Wäre mal Zeit für eine Grogpause. Ich Schmutz. Gegen Rasch vom Schwarzen Tor. Oh, das hat geklappt. Na los. Ja, das geht gut. Na, wer bist du denn? Ach, du bist der Unerbittliche. Genau gesehen. Uruk versteht nicht. Nein, 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 nicht das. Ja, wir müssen den mal ein bisschen... Wie sieht's denn? Ja, er ist gut anfällig. Oh, ich bin tot, würde ich sagen. Halt! Jetzt wäre ich wieder ein bisschen aufgeladen. Ich schon kenne den Trick. Ich muss ja den Frosen mal loswerden. Ah gut, dann nehme ich den. Klingt gut, wollte ich sagen. Tschüss. Ich wollte den noch aufzehren. So, wo ist der andere? Es fehlt doch noch Rasch vom Schwarzen Tor. Hä? Macht angestiegen? Irgendwas? Gucken wir erstmal, was wir hier bekommen. Stufe 10, Stufe 11. Also kann die Stufe 10 weg. Was wollt ihr denn alle? Ich muss hier erstmal Ausreiß nehmen. Ich muss hier erstmal weg. Die sind mir zu böse. Da ist ein Kraut. Hier. Hier, nimm das. Hat er? Ja, hat er. Da wird mal weggeplatzt. Was das Zeug hält. Das war nix. Stehen
Kommt, Jungs. Ach, wer bist du denn? Ergib dich, und ich werde vielleicht Gnade walten lassen. Na, zock, der Braune. Gnade will auch walten lassen, da lache ich mich ja scheckig. Na, steh doch auf, komm. Na, steh auf. Ja, will nicht. Ah, die Tasten. Los. Brauch mal wieder ein bisschen. Nee, komm. Ich muss den mal aufzehren. Ich brauch mal wieder ein bisschen Pfeile hier. Tja, das war's dann wohl. Dann sammeln wir mal auf, was er hat. Was hat er denn Schönes? Erstickender Schrecken, Stufe 6. Können wir auch wieder verkaufen. Sehr gut. Was haben wir hier? Haben wir da noch eine Rune? Ja. Bei einem letzten Chance-Erfolg werden Fokus- und Elbengeschosse vollständig wiederhergestellt. Gucken wir hier mal rein. Dauer der Betäubung des Geistesblitzes. Zusätzliche letzte Chance. Schaden reduzieren. Kampftodesstöße. Chance, das kritische Treffer dem Schwert. Wir tauschen das mal aus. Also das hier tauschen wir mal aus gegen die letzte Chance. Mal gucken, ob uns das irgendwie voranbringt. Macht 6. Da ist ein neues aufgetaucht. Aber sonst ist nichts hier aufgetaucht. Da oben noch. Was ist denn das da? Das dunkle Monument. Ah, ich muss weitere Könige eliminieren. Das ist... besiege die Leibwächter. Na gut, dann gehen wir da mal hin. Wo ist das denn? Da. Aber wir gucken mal, ob wir denn nicht noch ein paar Kräuter finden. Da ist noch was. Das könnte grün sein. Bin mir nicht sicher. Ah, es ist, glaube ich, wieder kein Grün. Wo ist es da? Nee. Uns fehlt noch einmal Elkoran, zweimal Erdenbrot. Aufzehren. Er trifft nur ihn, das ist gut. Und mit jedem Treffer lädt's meine... Ja, ihn auch. Meine Kampf... Na, los, komm. Sind wir wieder voll. Aber ich hätte gerne noch, da ist was Grünes. Aber wir brauchen in dem Fall Rot. Ach Mensch. Wir nehmen es trotzdem, Pfeifenkraut. Da ist wieder eins. Ach, da oben.
Oh, das wird wieder nicht das Richtige sein, wa? Tschüss. Wo ist es? Genau dahinter. Ja. Malos, schon wieder so ein Mist, ey. Müssen wir nochmal gucken. Aber hier müsste es noch welches geben. Naja. Auf geht's. Aber bevor wir uns dem Vernichtungsschlag stellen, machen wir eine kurze Pause. Für mich, für euch eine Tagespause. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem Vernichtungsschlag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald bei Mordors Schatten. Was ist das für ein Ort? Bin ich tot? Vater! Sieh mich an! Ich bin hier, mein Sohn! Ich bin hier! Wie ist das möglich? Der Tod hat dich verstoßen. Ioret! Ioret! Wir werden zusammen sein, Geliebter! Bald! Für immer! Wir werden bald wieder zusammen sein. Was ist mit mir passiert? Ein Fluch verbindet uns. Und wie brechen wir ihn? Wir finden den, der uns verflucht hat. Ich hatte eine Familie, eine Frau und einen Sohn.